Ein Konzert der Kompositionsklasse der Musikhochschule Mannheim ist kein üblicher Klassenabend. Mit der Präsentation neuer Werke bietet das Forum Neue Musik eine Plattform, um das Können der Kompositionsklasse zu schulen und zu profilieren. Hochschulmitglieder und internationale Gäste stellen die Werke der Kompositionsstudierenden in einen programmatischen Kontext. Zu den besonderen Gästen zählte das Ensemble Mosaik. Die weltweit renommierten Musiker wurden eingeladen, nicht nur um zu konzertieren, sondern insbesondere mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen. In professioneller Zusammenarbeit werden deren Werke analysiert und instrumental überprüft. Der Professor für Komposition, Sidney Corbett, hat etwas Bestimmtes mit seinen Studierenden vor. Ich habe einfach gedacht, dass die Studierenden davon profitieren würden, über einen engen Zusammenhalt mit unserer Mosaik. Sie sind sehr aufgeschlossen, die sind ja weltweit anerkannte Experten für dieses Repertoire. Und so mache ich es immer, dass ich auch suche Spitzenensembles aus der Szene und lade sie hier nach Mannheim ein, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Für Sidney Corbett ist Komposition nicht unterrichtbar. Man kann lediglich zeigen, wie man es lernt. Programme setzen zusammen aus den Werken, die halt vorhanden sind. Die sind jeweils unterschiedlich, je nachdem, was gerade fertig ist und was gezeigt werden kann. Oder bei Geige in Auftakt zu 62. Ah, ja, bestimmt. Oder ist das wirklich so gemeint? Nee, nicht gut. Ist es ohne Glissant? Ohne Glissant. Ah. Instrumentierung, Notierung, praktische Umsetzung experimenteller Spieltechniken und die Schärfung der Klangvorstellung, all das können die Studierenden hier in der Praxis diskutieren. Praktische Erfahrungen, die nicht selten beim stillen Komponieren aus dem Blick geraten. Dass wir unsere Werke präsentieren, und zwar nicht im Sinne eines Klassenabends, wie es vielleicht in anderen Fächern gibt, die habe ich nicht, sondern ich habe Konzerte, wo wir immer professionelle Gäste haben, sodass sie von Anfang an in einem professionellen Zusammenhang sich bewegen. Die Beschäftigung mit zeitgenössischen Klängen in Raum und Zeit führt die Akteure und das Publikum im Forum für Neue Musik zusammen. Neue ästhetische Erfahrungen sind dabei für alle Beteiligten Programm.